Das ist seltsam. Hieß es nicht, das Foto des toten Osama sei zu grausam für eine Veröffentlichung? Und was finde ich nun auf der Seite der Toronto Sun? Eine ganze Bildstrecke der angeblich in dem Osama-Haus hingerichteten Menschen. Bis auf Osama, versteht sich. Und wie sich zeigt, war die Osama-Truppe wirklich schwer bewaffnet und feuerte aus allen Rohren. Und zwar mit Wasser. Ein teuflischer Plan, denn schließlich weiß jeder, dass die amerikanischen GIs notorisch wasserscheu sind. Sie glauben mir nicht? Gehen Sie auf torontosun.com und geben Sie in die Suchmaske Raid House ein. Die zweite Fundstelle lautet Photo show three men dead at Bin Laden Raid House. Klicken Sie da drauf und schon kommen Sie auf die Bildstrecke. Diese Bilder sind wirklich nur etwas für Leute mit stabilen Nerven. Daher bitte zweimal überlegen, ob Sie auf die folgenden Bilder klicken. Zuerst sieht man die angeblichen Hubschraubertrümmer. Dann zeigt die Bildstrecke bei der Toronto Sun drei männliche Leichen, die in ihrem eigenen Blut liegen. Bei zweien davon scheint das gesamte Blut auf der Körperrückseite bzw. am Hinterkopf ausgetreten zu sein. Vorne sieht man keine bedeutenden Verletzungen. Woraus man schließen könnte, dass die Menschen in den Rücken oder in den Hinterkopf geschossen wurden. Bei keiner der drei Leichen sieht man irgendeine Waffe, weder in der Hand noch daneben. Halt, sagte ich, keine Waffe? Nun, das stimmt nicht ganz. Bei einem der drei Toten ragt unter der rechten Schulter eine wirklich furchterregende Wumme hervor, bei deren Anblick den Navy Seals wahrscheinlich das Herz in die Hose rutschte. Eine Spielzeug- oder Wasserpistole. Lesen Sie dazu die Geschichte auf meiner Website www.wisniewski.de.